Hallo liebe Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Kanal. Ich kriege immer viel Fanpost von euch mit Fragen auch zu meinem Leben. Ich weiß auch nicht, könnt ihr irgendein Beispiel jetzt nennen? Sagen wir, ja, einfach viele Fragen immer zu mir. Eine Frage, die immer viel gestellt wird auch, ist, was ich in meinem Kühlschrank so habe, was ich so esse. Und da habe ich jetzt gedacht, ich mache mal ein Video. Jetzt, bevor wir anfangen, ich werde das Video mal so stockwerkweise machen. Wir fangen oben an, ganz oben. Wobei, oben ist eigentlich das Kühlfach noch mit drin. Das werde ich jetzt mal weglassen, weil es geht ja um den Kühlschrank und nicht um das Eisfach. Also gut, wir werden jetzt mal einen Blick riskieren. So lang kann ich natürlich nicht offen lassen, nicht, dass wäre Energieverschwendung und das Zeug ginge kaputt, weil es warm wird. Und auf jeden Fall habt ihr vielleicht gesehen, ganz oben im Fach recht dominant Milch. Ich trinke viel Milch, immer wieder gerne abends auch mit Schokolade oder irgend so Ovomaltine drin. Dann, was hatten wir noch? Muss ich selber nochmal schauen. Ja, Sahne. Sahne habe ich eigentlich auch immer genug im Kühlschrank für Soßen oder auch für Dessert. Schlagsahne. Gut, habt ihr vielleicht gesehen, ganz hinten in der Ecke. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr ja schnell zurückspulen. Steht eine Dose mit Schlagsahne, die man einfach, dass man immer bereit hat. Man könnte ja auch Schlagsahne einfach selber machen, nicht? Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, gibt es ja auch immer wieder viele Videos, wie mache ich einfach Schlagsahne, findet man ja auch alles hier auf YouTube und sonst. Schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich selber mal ein Video, wie man einfach Schlagsahne macht. Dann, was haben wir noch? Ja, das Kühlschranklicht. Gut, das gehört in dem Sinn einfach zum Kühlschrank. Ich denke, das hat jeder drin, ist wahrscheinlich auch meistens oben. Ja, gut, dann, was habe ich noch? Gut, ein Bier habe ich auch noch drin, aber das ist nicht so spektakulär. Jetzt, gut, das Video dauert jetzt auch schon wieder eine Weile. Vielleicht ist es besser, ich mache dann für den zweiten und dritten und vierten das Regal vom Kühlschrank hier ein separates Video. Also war das mal das Video, oberster Stock vom Kühlschrank. Nicht wahr? Klickt einfach wieder rein, mache ich dann noch mehr. Tschüss zusammen.